Yes, who's back? Herzlich willkommen zum Exit Livestream Nummer 2. Doch ich bin genau so heiß wie am ersten Abend. Ich habe richtig Bock. Es ist schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, hier im Saal ist das Publikum genauso krass. Was? Ist es an? Ist an. Komm, ist es an. Ist das schon an? Ist super. So, das war natürlich alles geplant. Wie gesagt, guess who's back? Herzlich willkommen zum Exit Livestream Nummer 2. Ja, trotz der technischen Probleme bin ich genauso gespannt auf den heutigen Abend, so wie gestern. Und es ist auf jeden Fall cool, dass du eingeschaltet hast. Und ja, hier im Raum, das Publikum ist genauso krass wie gestern. Julian, kommst du bitte auf die Bühne? Dankeschön. Ich moderiere natürlich nicht wieder alleine, ne? Das wär's ja. Du darfst, ja. Ist immer noch nicht an. Ja, mega, mega. Wir haben hier ein paar technische Schwierigkeiten, aber das dürfte kein Problem sein. Ja, wir lassen uns nicht aufhalten. Exit findet trotzdem statt. Ja, geil, dass ihr alle dabei seid. Und wir sind natürlich wieder auch dabei. Eure geilen Moderatoren, Johnny Eckel und... Der Julian, genau, gerade eben noch im Publikum, jetzt ist er hier. Genau, wir freuen uns, wie gesagt, total auf den Abend. Und ja, ich leite jetzt einfach mal über zum nächsten Lied, was jetzt laufen wird. Alive heißt es. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. You are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything in this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom comes. You are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh. Your love, never ending. Oh, oh, oh. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can save.
take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Zurück nach dem Lied. Es ist der zweite Abend. Für alle, die gestern schon waren, wieder zurück. Hey, und für alle, die neu dabei sind, schön, dass ihr jetzt dabei seid. Ich gucke hier mal kurz auf meiner professionellen Moderationskarte. Was ist der Exit? Ganz ehrlich, also Leute, wer von euch noch nicht weiß, was der Exit ist? Aber okay, nochmal für euch kurz erklärt. Der Exit ist zweimal im Jahr ein Jugendgottesdienst, der von den Gemeinden im Frankenberger Land organisiert wird, einfach um für die jugendlichen Christen im Kreis was Neues zu bieten und auch für die Leute, die vielleicht neu dazukommen und für die Leute, die vielleicht Christen werden wollen, einfach auch was Cooles zu bieten und ihnen so den Einstieg zu ermöglichen ein bisschen, ja. Und an der Stelle seid ihr auch richtig herzlich eingeladen, den gestrigen Exit nochmal zu gucken. Den gibt es ja auf YouTube. Könnt ihr euch gerne die Wiederholung anschauen. Ist mega cool. Und wo wir schon beim letzten Exit von gestern Abend sind, wer gestern schon zugeschaut hat, der kennt auf jeden Fall die Theresa. Und ich würde mal sagen, wir schalten kurz zu dir rüber, Theresa. Okay, hi. Ihr kennt mich ja von gestern noch und wer mich nicht kennt, ich bin Theresa. Ich bin hier schon fleißig mit euch am Chatten in dem Live-Chat neben dem Stream. Könnt ihr auch gerne mal Hallo sagen. Und damit wir heute auch ein bisschen was von euch zu Hause mitbekommen, haben wir heute die Bitte an euch, uns Bilder zu schicken von krassen Erlebnissen, die ihr hattet. Also vielleicht irgendeine Reise, die ihr gemacht habt oder einen Bungee-Sprung, obwohl das schon was ziemlich Cooles, Krasses ist. Oder einfach eine neue Frisur oder ein neues Handy, auf das ihr euch ewig gefreut habt. Irgendwas, wo ihr verdeutlicht, ah, da habe ich irgendwie was Cooles erlebt, das ist irgendwie nice. Oder vielleicht auch einfach nur ein cooler Waldspaziergang, wo ihr einfach mal richtig runterkommen konntet, wo ihr ein Bild gemacht habt und was ihr irgendwie mit was Coolem verbindet. Genau, dann gebe ich zurück an die Moderation. Ja, danke schön für die Infos. Genau, nehmt das auf jeden Fall wahr mit der Live-Chat-Funktion und kommuniziert. Ja, wir haben auch heute Abend auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Predigt am Start. Und wir beide hatten auch da wieder das Privileg, der Julian und ich, schon mal ein Interview mit dem Sebi zu führen. Da haben wir ihn schon mal ein bisschen kennengelernt, aber damit ihr ihn natürlich auch kennenlernen könnt, werdet ihr gleich dieses Interview sehen. Zudem mit dem Interview folgt auch noch ein Lied plus ein Theaterstück, was wir dieses Mal haben. Also das ist schon mal anders als gestern. Genau, also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein paar coole Videos gleich freuen. Ja, ihr wisst, was es bedeutet, wenn wir wieder hier sitzen. Wir sind wieder zu Hause in unseren Zimmern vor den Kameras. Und das bedeutet wieder, es ist Interview-Time. Und dieses Mal auch für den zweiten Abend haben wir uns wieder die Crème de la Crème, die Besten der Besten, einen richtig coolen Prediger wieder raussucht. Und zwar den Sebastian Kunz. Yes. Yes, hi. Schön, dass du da bist, Sebastian. Genauso wie gestern kann ich nur sagen, auch dich hätten wir sehr, sehr gerne persönlich angetroffen und mit dir so das Interview geführt. Aber wir machen das jetzt wieder über Zoom und haben aber auch ein paar Fragen für dich vorbereitet und wir freuen uns schon auf deine Antworten. Und ganz besonders dich mal ein kleines bisschen kennenzulernen. Mhm, genau. Ja. Yes, Julian, du hast die erste Frage. Ja, vielleicht um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen, kannst du dich vielleicht einfach mal so ein bisschen allgemein vorstellen. Wie heißt du, Sebastian? Das wissen wir ja noch nicht. Und wie alt bist du? Was machst du? Und vielleicht so deine Lebensumstände. Ja, cool. Also, genau, Sebastian, wie du schon gesagt hast, mein Name, viele nennen mich Sebi, glaube ich, vielleicht bin ich auch unter dem Namen bekannt. Ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet mit einer richtig tollen Frau und wir haben zusammen drei Kinder, die noch im kleinen Alter sind, also 6, 4 und 2 Jahre alt.
Genau, wir leben hier in Wiedenest. Ich bin jetzt seit, meine, fast 5 Jahre oder 4,5 Jahre hier in Wiedenest im Jumi-Team. Genau, war davor Jugendreferent in 2 Gemeinden davor. Genau, und ist cool, dass ich hier irgendwie leider euch, genau dich persönlich kennenlerne beim Exit-Gottesdienst. Vielleicht klappt das ja irgendwann anders mal, aber dass ich Teil davon sein kann, ist richtig, richtig cool. Vielen Dank für die Einladung. Yes. Yes, freut uns auf jeden Fall, dass du auch hier bist. Genau, ja, das waren schon mal ein paar allgemeine Sachen zu dir. Cool schon mal, das zu erfahren. Du hast Jumis gerade eben schon erwähnt. Kannst du mal ein bisschen was zu den Jumis nochmal erzählen, so was die Jumis für dich bedeuten und wie lange du dahingehend auch schon für die Jumis zuständig bist? Also genau, wie gesagt, zuständig bin ich seit 2016, dann bin ich hierher gekommen. Und durfte den legendären Markus Kalb als Leiter vom Jumi-Team ablösen. Und genau, was bedeutet Jumi-Dienst für mich? Oder was mich damals sehr fasziniert hat, war die Vision, die damals schon bestand. Und wo ich gesagt habe, oder da habe ich echt Bock drauf. Die Vision von uns Jumis ist ja, dass wir uns danach sehnen, dass Jugendliche zu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern werden, die mit einem wachsenden Gottvertrauen einen geistlichen Aufbruch in Deutschland auslösen. Und das ist unser Herzschlag, wo wir uns wirklich danach sehen, dass alles, was wir tun, dazu dient, dass junge Menschen Jesus kennenlernen, näher zu Jesus wachsen, Bock haben, wirklich Gott zu erleben. Ja, das passt ja auch zu dem Thema von dem Exit heute. Und dass sie wirklich wissen, hey, sie können diesem lebendigen Gott vertrauen in allen Lebenslagen bis ans Ende ihres Lebens hier auf der Erde. So, und das ist genau unser Herzschlag, unsere Leidenschaft. Deswegen machen wir Pfingstjugendkonferenz zum Beispiel, vielleicht waren da schon der ein oder andere schon mal da gewesen. Deswegen machen wir den Jumi-Summit hier hinter mir, ist so wie ein fettes Plakat. Das ist unser Mitarbeiterwochenende für Mitarbeiter in der Teen- und Jugendarbeit, wo wir sie pushen in ihre Arbeit, Freizeiten und so weiter und so weiter. Genau, sehr, sehr vielfältig von den Angeboten, die wir so fahren. Ja. Okay. Man merkt auf jeden Fall, du steckst da sehr viel Leidenschaft drin. Du erzählst auch sehr, sehr, sehr viel davon. Und da stellt sich natürlich die Frage, war das schon immer so für dich ein Traum? Oder wann hast du gemerkt, dass du in der Jugendarbeit tätig sein möchtest und einfach Jugendlichen etwas vermitteln möchtest? Gute Frage, genau. Weil letzten Endes ist genau das der Grund, warum ich Jugendreferent geworden bin. Hat damit zu tun, dass ich selbst als Jugendlicher bin, so im christlichen Kontext auch aufgewachsen in der Gemeinde. Auch in der Jugend, aber ich würde sagen, ich wurde geistig dort nie wirklich richtig gefördert und gepusht. Ich habe es eher so kennengelernt, hey, lebe dein Leben und nehme irgendwie Jesus so ein bisschen mit rein und das ist irgendwie cool. Und ich kam in meinem Leben an den Punkt, wo Gott mich wirklich sehr, sehr persönlich angesprochen hat und mich vor eine Entscheidung gestellt hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus mehr kennenzulernen, wirklich kennenzulernen. Genau, bin dann auf so eine Jüngerschaftsschule gegangen, wo ich gesagt habe, ich will jetzt ein Jahr investieren, um wirklich zu graben, zu forschen, wer ist dieser Jesus? Und dort habe ich, genau, Jesus richtig kennengelernt, persönlich nochmal. Und das war einfach, auch genau in diesem Zusammenhang, hat sich diese Sehnsucht in mir entwickelt, in junge Menschen zu investieren, dass sie von, sagen wir, von klein auf oder schon früh wirklich Jesus als den Freund, als den Retter, als den König in ihrem Leben kennenlernen. Und nicht Jahre, so wie ich das rückblickend sagen würde, in ihrem Leben vergeuden mit Zeug, was einfach nicht hält. Ja, genau. Mhm. So, das ist wirklich ein Stück weit auch meine Berufungsgeschichte, warum ich genau Jugendreferent geworden bin und jetzt hier auch bei den Jugis arbeite. Yes. Okay, Stichwort Berufung. Wir hatten in unserem letzten Interview schon gehört, dass du tatsächlich auch derjenige bist, der auch einige Leute dazu motiviert, in die Jugendarbeit zu gehen. Genau, was würdest du sagen, ist da was dran an der Aussage, dass du einige Leute quasi da reinbringst, dass sie Jugendarbeit aufnehmen und da regelmäßig beibleiben? Ja, also ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt mehr mit schon bestehenden Teams zu tun, nicht so unbedingt mit Leuten, die noch nicht, jetzt sagen wir mal, in der Jugendarbeit drin sind, sondern eher schon mit Mitarbeitern, die schon, ne, sich entschieden haben, in der Mitarbeiterschaft zu sein. Von daher geht es mir sehr, sehr stark darum, ihnen zu helfen, Leidenschaft und Vision für die Arbeit zu entwickeln. Also für die Leute, die schon da sind, vor allem auch für die vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen demotiviert sind und sich fragen, was mache ich da eigentlich und so.
Und das ist schon eine Leidenschaft, also das Thema Coaching mache ich eben sehr, sehr gern. Ich liebe es, Jugendgruppen im Gesamten zu coachen, zu begleiten, wenn sie in Krisen stecken oder wenn sie mal irgendwie denken, wir brauchen mal wieder einen neuen Drive und Vision, wir haben da irgendwie den Faden verloren. Dann liebe ich das, mit solchen Teams, mit solchen Leuten unterwegs zu sein und sie einfach zu pushen, genau. Ja, ich würde jetzt nochmal auf den Punkt vielleicht ein bisschen näher eingehen, dass du ja auch eben meintest, dass du nicht in deiner Jugend gepusht wurdest damals. Und gab es dann für dich so, weil ich meine, das Thema dieses Exits ist ja auch erlebt, gab es dann für dich so ein Erlebnis, wo du sagen würdest, ja, das war mein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, da war Gott. Also genau, ich habe das wirklich an vielen verschiedenen Stellen in meinem Leben schon Gott erlebt und manchmal bewusst, manchmal eher unbewusst auch, oder auch erst rückblickend. Für mich war mein Leben sich wirklich verändert war, da war ich dann eben 19, damals gab es so einen Zivildienst, entweder musste man ein Jahr lang kämpfen in der Bundeswehr oder halt so einen sozialen Job machen, und da war ich auf einer Insel, auf Fehmarn oben und war in einer WG, habe dort gelebt mit ein paar Jungs, die wirklich Jesus liebt hatten und da gab es eben immer wieder abends diese Momente, wo sie über Gott gesprochen haben und ich habe gemerkt, ich kann da einfach eigentlich gar nicht groß mitsprechen, ne? Habe Bibel Verse da rausgehauen, ich dachte, woher wissen die das alles? Ja, und das war das so ein heiliger Moment, wo ich einen meiner Kollegen fragte, so, hey, woher weißt du eigentlich so viel über Gott? Und dann sagte er, weißt du, ich lese einfach die Bibel und was mir aufgefallen ist, dass ich dich hier eigentlich noch nie groß Bibel lesen habe sehen. Und das war für mich echt ein Turning Point in meinem Leben, da hat Gott mich wirklich angesprochen. Und dann hatte ich einen heiligen Moment, genau, weil an dem Abend bin ich dann in meinem Bett und habe die Bibel aufgeschlagen, Johannes Evangelium, habe einfach mal gelesen und ich weiß nicht, manchmal, ob du oder ihr das kennt, so gibt es so Momente, die kann man nicht mehr beschreiben, weil einfach der Geist Gottes einfach dich echt so zutiefst erfüllt und ich war so geflasht, ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Und wirklich, keine Ahnung, wie lange ich an dem Abend Bibel gelesen habe und habe gemerkt, hey, in meinem Leben muss ich was ändern, ich muss diesen Jesus folgen, ich muss den kennenlernen. Ich war einfach mega geflasht und das war nicht ich, sondern das war echt Gott, der an diesem Abend mein Leben verändert hat, genau. Ja, cool auf jeden Fall, davon zu hören. Jetzt nochmal eine Frage so zu deinem Glaubensleben, so für dich. Was sind so die Bereiche, wo du sagst, die sind für dich ganz wichtig und die pflegst du ganz intensiv in dem Glaubensleben für dich, also jetzt außerhalb der Gemeinschaft? Ist das eher so, dass du sehr, sehr gerne Worship hörst und dadurch voll die Erfüllung findest oder ganz speziell das Gebet, dass man das sehr regelmäßig macht? Ja, gute Frage, genau. Also für mich ist das Thema Gebet tatsächlich echt ein sehr, 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 sehr hohen Wert. Ich bin durch den Tag hindurch mittlerweile wirklich viel mit Jesus im Gespräch so. Das hat auch viel damit zu tun, dass ich gelernt habe, den Heiligen Geist in meinem Leben mehr Raum zu geben und von ihm einfach zu hören, Impulse wahrzunehmen. Deswegen brauche ich immer wieder nämlich so die Zeiten am Tag, wo ich einfach auch mal ruhig werde. Ich habe das mal ein Jahr lang sehr, sehr diszipliniert durchgezogen, dass ich mir dreimal am Tag in dem Sinne stille Zeit gemacht habe, immer morgens, dann mittags, am Nachmittag nochmal und abends. Das genau hat sich auch durch Familiensituationen manche so ein bisschen verändert. Da muss ich mir gucken, wann ich mir diese Zeit nehme. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig, einfach still zu werden vor Gott, weil ich merke, wir haben immer so viel Input, wir werden von allem, also sei es geistiger Input, sei es irgendwie andere Input. Ich muss einfach ruhig werden und einfach in die Gemeinschaft mit Jesus eintauchen und das genieße ich. Manchmal mache ich mir dann eben auch ein bisschen ruhige Musik aufs Ohr, die mich, finde ich, auch einfach ein bisschen runterbringt und ich mich dann einfach, ja, genau, innerlich ruhig werde und mich auf Jesus ausrichte und einfach Zeit mit ihm verbringe. Einfach reden, einfach hören und ja, und vor allem natürlich Bibel zu lesen. Das ist natürlich total wichtig für mich auch, dass ich Gottes Wort, ich brauche Gottes Wort, ne, um geführt zu werden in meinem Leben. Ja, so ist es. Es geht nicht ohne. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das auch in deiner Predigt ansprichst, aber vielleicht kannst du ja auch Leuten, die ja auch sagen, zum Beispiel, hey, ich weiß nicht, wo Gott in meinem Leben ist, einfach vielleicht auch Tipps geben, wie sie Gott mehr Platz in ihrem Leben geben können. Zum Beispiel auch, wie man so eine Routine bekommt, dass man zum Beispiel mit der stillen Zeit, dass man Gott einfach ein bisschen mehr Platz in seinem Leben gibt. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für Leute, die damit anfangen wollen?
Ja, also genau, wir sind natürlich alles unterschiedliche Menschen und jeder hat auch vielleicht, dass er immer ein bisschen andere Zugänge oder ja, wie er sich auf Gott ausrichten und konzentrieren kann. Aber ich glaube einfach, zum einen ist es das Wichtige, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, auch gerade für die junge Generation, Pausen im Leben reinzuhauen überhaupt, ne? Und dass wir, weil das ist so schwierig, ja, dass wir überhaupt mal still sein können, innerlich zurückkommen. Was mir eben hilft, wenn ich stille Zeit mache, rennen mir tausend Gedanken durch den Kopf, habe ich meistens noch ein Blöckchen neben mir liegen oder mein Handy, wie auch immer. Handy ist meistens ablenkend. Aber einfach, dass ich mir die Gedanken kurz aufschreiben kann, sagen können, okay, darum kümmere ich mich dann später so, ne? Und also das hilft mir so ein bisschen wie so eine Art Journaling zu machen, so, ne? Einfach Gedanken aufzuschreiben, die mich gerade ablenken wollen. Oder eben auch gute Gedanken aufzuschreiben. Ja, genau. Natur kann ein Ort sein, wo du auftankst. Ja. Und was ich zum Beispiel sehr genieße, ist auch, wenn ich meine Bibel lese, dass ich manchmal einfach nur ein Vers lese und dass ich jedes einzelne Wort, sag mal, einzeln lese, kann man so sagen. Also, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt gerade die Bibel hier. Ich mache kurz ein Beispiel. Markus 2, 18. Da heißt es, und die Jünger des Johannes und so weiter. Und dann würde ich lesen und. Und würde einfach kurz mit drüber nachdenken, was macht dieses Wort und mit mir? Und die, ja. Und die Jünger. So gehe ich dann also diesen ganzen Vers Stück für Stück einfach einzeln durch und bleibe an jedem einzelnen Wort einmal hängen. Und da habe ich schon so viele krasse irgendwie Momente gehabt, genau, wo ich gedacht habe, ja, ey, das ist so, da steckt so viel drin, so. Also es wäre einfach mal eine geistige Übung. Ich hoffe, ihr habt das jetzt in der Schnelle so verstanden, sonst ruft mich nochmal an. Aber einfach auch es gibt so dieses alte Wort meditieren. Das heißt, einfach mal stehen zu bleiben und über das Wort nachzudenken und vor Gott zu bewegen. Da passiert so viel. Das ist wirklich crazy. Hätte ich nie gedacht früher. Aber es tut mir richtig gut. Ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt auf jeden Fall Sebi ein bisschen besser kennenlernen. Und ich glaube, wir können uns jetzt auf eine richtig coole Predigt freuen. Und ja, viel Spaß bei der Predigt. Über alles will ich dich erheben.
Jo, danke auf jeden Fall an die Band für das coole Lied und wir freuen uns jetzt auf ein richtig cooles Theaterstück, was das Theaterteam im Vorhinein vorbereitet hat. Das ist jetzt natürlich nicht so wie jedes Jahr, weil ich meine, Corona, wir konnten uns leider nicht treffen, aber dafür gibt's das diesmal in einem ganz anderen Format, aber lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Moin! Hallo! Hallo. Na, endlich sehe ich euch mal wieder. Ist Danny auch schon da? Jo, ja, da ist er. Hi! Oh, sorry. Sehr gut. Aufgestanden. Ah, ich kann es kaum abwarten, endlich mal wieder mit euch zu quatschen. Ich kann es nicht fassen, dass ich einfach schon 3 Monate in meinem FSJ bin. Wie ging es euch die letzten paar Wochen? Was habe ich alles verpasst? Naja, ich denke mal, wie man unschwer sehen kann, ich bin zu Hause, ich sitze momentan im Homeoffice. Und was ich ziemlich cool finde, ich kann einfach praktisch im Schlafanzug vor meinem Laptop sitzen und niemanden stört es. Aber es ist auch irgendwie voll ungewohnt, halt morgens nicht mehr aufzustehen und dann so zur Arbeit zu fahren und stattdessen arbeite ich von hier zu Hause. Und durch dieses ständige Zuhause an der Arbeit sitzen, kriege ich ja auch nichts mehr von der Arbeit mit. Also ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen geht und so, die halt trotzdem noch zur Arbeit müssen. Aber was ich richtig gut finde, ich muss keine Maske an der Arbeit tragen. Seit ungefähr einem Monat haben wir bei uns im Unternehmen eine Maskenpflicht. Und das ist einfach nur ätzend. Aber was ist denn daran jetzt so schlimm? Weil ich meine, du musst ja nur die Maske aufziehen und kannst dann ganz normal arbeiten, so wie immer. Ich weiß nicht, warum da alle immer so einen Aufstand machen müssen und das so ein großes Problem ist. Aber egal, lassen wir das jetzt mal weg, reden wir über was anderes. Ich habe was viel Interessanteres und Spannenderes zu erzählen. Und zwar gab es bei uns in der Schule heute eine richtig fette Prügelei. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, musste da auch noch jemand zwischengehen und für einen von den beiden Partei ergreifen. Ich meine, wie kann man sich da einmischen? Es ist ja schon schlimm genug, aber ich verstehe es nicht. Es ist unmöglich. Man sollte die einfach machen lassen und sich da raushalten. Habe ich denen auch gesagt, aber auf mich hört natürlich mal wieder niemand. Ah, Hauptsache. Warum fängt man denn eine Schlägerei an? Das ist ja richtig krass. Naja, aber jetzt mal zu einem schöneren Thema. Wie sieht's denn in deinem Leben so aus, Danny? Danny? Hallo? Jo. Hat er das gesagt? Ja, sorry. Ist gerade hier sehr wichtig. Hier, wichtige Spiel, ja. Kann keiner da nichts machen. Naja. Warum sagt denn keiner was? Keiner erzählt mal was von sich. Na, dann mache ich einfach mal was, ja? Wisst ihr, bei mir ist auch was Komisches passiert. Gestern war. Was wollte ich sagen? Gestern war ich am PC, ja, und da habe ich gespielt. Ach, ja. Ganz normal gezockt, klar, meine 4 Stunden. Und dann plötzlich ging auf einmal der PC aus. Und ich war natürlich richtig in Panik und dachte mir, boah, ist jetzt auf einmal mein PC kaputt und ich kann nicht mehr spielen. Schlimmer als jede Horrorstory. Ja, aber glücklicherweise ging er da wieder an. Und dann musste er erstmal hochfahren, ich musste warten, auch ziemlich schlimm. Ja, und dann bin ich in die Küche gegangen, um mir einen Kaffee zu machen. Ich meine, ich war ja eh gerade nicht mehr am Zocken. Und dann bin ich in die Küche gegangen und es hat nach Rauch gerochen. Da hat einfach mein Toaster gebrannt. Und wäre mein PC nicht ausgefallen, hätte ich das nie bemerkt. Ich hab's euch immer gesagt. PC-Spiele sind für etwas gut. Ja, der PC hat mich gewarnt. Ja. Also, wollt ihr nicht mal was erzählen? Ja, was denn mit dir, Maja? Erzähl doch mal was. Also, mir geht's tatsächlich ziemlich gut hier. Auch wenn ich natürlich manchmal Heimweh habe und euch natürlich auch vermisse. Schließlich war ich noch nie so lange und so weit von zu Hause entfernt. Aber die Mitarbeiter in dem Kinderheim sind alle sehr lieb. Und mit den Kindern ist es auch immer richtig lustig. Jetzt haben die Kinder mal einen Tanz einstudiert und uns aufgeführt, um uns Mitarbeitern dafür zu danken, dass wir immer für sie da sind. Das war richtig schön und so goldig. Kann ich mir vorstellen. Aber jetzt eine Sache, die ich euch erzählen wollte, das ist ein Riesending. Ihr wisst ja, dass das Kinderheim eigentlich immer ziemlich knapp bei Kasse ist und wir jeden Cent 2x umdrehen müssen. Und dafür beten wir natürlich auch regelmäßig, dass wir den Kindern auch mal irgendwas gönnen könnten. Und jetzt kam eine Spende von einer anonymen Person. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Geld das ist.
Nun können wir das Haus komplett sanieren und den Kindern neue Spielgeräte kaufen. Und ich kann mein FSJ weitermachen. Es ist ein echtes Wunder. Sowas habe ich noch nie erlebt. Wow. Ja, also das ist schon echt cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man davon immer nur im Ausland hört. Also bei uns macht Gott ja irgendwie eigentlich gar nichts, oder? Also ich meine, was soll denn bei mir in der Schule schon großartig passieren? Da ist immer nur der gleiche langweilige Schulalltag. Das Einzige, was Gott diese Woche hätte tun können, wäre bei der Prügelei Feuer vom Himmel schicken. Aber das ist irgendwie komischerweise auch nicht passiert. Also du hast da schon echt gut mit deinem FSJ. Da ist irgendwie, wirkt Gott mehr und ist mehr los als bei uns. Bei uns ist irgendwie immer nur gar nichts. Sicher? Ja. Ich habe Gott auch zu Hause schon erlebt. Ja, mal ganz ehrlich. Ich sitze ja momentan und durch Homeoffice nur noch zu Hause. Also wo soll ich denn da Gott erleben? Ja, also. Echt so. Keine Ahnung. Gott? Ja, meine Computerspiele, also die haben wirklich, wirklich viel mit Gott zu tun. Echt? Ja, ja, also ich vertraue darauf, dass wir Gott in jeder Lebenssituation erleben können. Warte. Sorry, da muss ich ran. Kleinen Moment. Ich war cool, dass ich euch mal wieder gesehen habe. Von daher, macht's gut. Tschüss. Ja, oh, schon weg. Aber noch was anderes vor. Also wenn bei dir nichts mehr ist, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Gut, dann noch einen schönen Tag dir. Wünsche ich dir auch. Tschüss, Danny. Ciao, Danny. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Wo ist sie denn? Hallo? Sind noch alle da? Warum gehen immer alle raus? Ach, Mann, ey. Ja, willkommen zurück. Wir hören gleich die Predigt vom Sebi. Darauf freue ich mich persönlich schon richtig. Aber vorher will ich gerne noch mal mit uns beten. Ja, Vater, du bist unglaublich. Du bist unglaublich einfach, weil du uns diese Möglichkeit hier gibst, dass wir den Exit feiern können. Du hast uns gestern schon wirklich einen wunderschönen Abend geschenkt mit so viel Engagement, was einfach da reingelegt wurde. Wir können unglaublich dankbar sein, dass du uns dahingehend berufst, dass wir unsere Gaben einsetzen können für diesen Exit. Und ja, ich bitte dich einfach, sei du wirklich in den Herzen. Du bist gut, gut,
lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du lässt mich nie allein. Niemals lässt du mich allein. Du bist gut. Nichts ist wertvoller, als bei dir zu sein. Nur ein Augenblick in deiner Gegenwart. Nichts ist friedlicher, als der sanfte Wind, der uns still umweht in deiner Gegenwart. Uns lebt die Sehnsucht, wir wollen mehr. Vater, hör unser Rufen zu dir. Dein Reich komme her, füll du die Atmosphäre mit Herrlichkeit. Dein Geist wehe. Belebe unsere Herzen, erwecke uns. Nichts ist kostbarer als ein Blick zu dir, in dein Herz zu sehen, in deine Gegenwart. Nichts ist kraftvoller als das helle Licht, das die Ketten sprengt, in deiner Gegenwart. In uns lebt die Seele. Wir wollen mehr, Vater, hör unser Rufen zu dir. Dein Reich komme her, füll du die Atmosphäre mit Helligkeit. Dein Geist wehe hier, belebe unsere Herzen. Erwecke uns, komm zu uns, fülle die Atmosphäre, zeig uns, wie es im Himmel ist.
Atmosphäre. Zeig uns, wie es im Himmel ist. Dein Reich komme, Herr. Füll du die Atmosphäre mit Herrlichkeit. Dein Geist wehe hier. Belebe unsere Herzen. Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben, der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus, meine Hoffnung lebt. Halleluja, Christ, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg, dein ewig Weg. Halleluja.
Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung lebt. Halleluja, preist den, der mir Freiheit gab, Halleluja, er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt, Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus meine Hoffnung lebt. Yo, wir sind wieder zurück nach dem Lobpreisteil. Und wir haben ja gestern, für die Leute, die gestern schon beim Livestream dabei waren, die wissen vielleicht noch, wir haben gestern dazu aufgerufen, Zeugnisse per Instagram zu schicken. Also so coole Momente, so wirklich atemberaubende Momente, die man mit Gott erlebt hat. Und wir haben tatsächlich ein paar Zeugnisse für euch jetzt parat. Die werden wir jetzt sehen und auf jeden Fall viel Spaß jetzt bei den Zeugnissen. Ich bin Valeria und ich habe auch zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und zwar wollte ich nach der 11. Klasse die Schule wechseln und habe Gott gefragt, ob ich das wirklich tun soll oder ob ich bleiben soll an der alten Schule. Aber ich habe keine richtige Antwort bekommen. Und deshalb habe ich mich einfach so aus meiner eigenen Initiative beworben, um Praktikumsstellen. Halt, ich brauchte eine für die neue Schule. Aber leider hat sich niemand gemeldet irgendwie und ich habe auch immer nur Absagen bekommen, was echt frustrierend war irgendwie. Es war richtig kacke. Und dann musste ich an der Schule bleiben, was auch richtig scheiße war. Und ich war einfach nur frustriert. Auf jeden Fall wollte ich dann nächstes Jahr, also das Jahr danach, wieder versuchen und habe mich wieder beworben um Praktika und auch Freiwilligendienste. Und dieses Mal hat sich nur ein Unternehmen zurückgemeldet, so richtig, und zwar der Botanische Garten, bei dem ich jetzt auch gelandet bin, glücklicherweise. Und ja, so bin ich da gelandet und im Endeffekt muss ich einfach sagen, dass es der beste Weg war für mich. Und auch obwohl ich mich so schlecht gefühlt habe in der Zeit, wo ich einfach auf der Schule geblieben bin, weil ich einfach keinen Platz gefunden habe. Und ja, obwohl das alles so passiert ist, muss ich sagen, dass alles genauso gelaufen ist, wie es am besten für mich war. Und dass Gott mir quasi alle Wege zugemacht hat, die ich nicht gehen sollte. Und das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, aber jetzt ist es mir klar und ja, ich bin einfach froh darüber, dass, auch wenn Gott nicht direkt zu mir gesprochen hat, dass er mir geholfen hat und diesen ganzen Stress, den ich hatte und diese ganze Angst, die ich hatte, die war einfach irgendwie unnötig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Und ja, nach diesem Erlebnis kann ich halt nur sagen, dass ihr nie allein seid, auch wenn es sich halt so anfühlt, weil Gott ist eigentlich immer da und er hilft euch immer. Hallo, mein Name ist Holger Bauch und ich komme aus Allendorf-Hartberg. Ich nehme euch mit auf eine kleine Motorradtour und ja, da kann man sehr, sehr gut erkennen, dass Gott einen nicht alleine lässt auf dieser Reise. Ich hatte mich sommertags mit einem guten Freund verabredet, sonntags nach dem Gottesdienst mit dem Motorrad noch eine kleine Runde zu drehen. Wir hatten beste Bedingungen. Und wie man so schön sagt, wir haben es ordentlich krachen lassen. Und wir sind eine sehr kurvenreiche Strecke gefahren, wunderschön, ich kenne die Strecke gut. Ging schön in den Wald rein und es war so ein kurzer Wechsel von Sonne in Schatten. Und ich konnte die Straße nicht hundertprozentig einsehen, aber ich wusste, ich kenne die Strecke, kein Problem, also feuerfrei. Und dann kam Kurve 9. In Kurve 9 lag Rollsplitt und es war kein Hinweisschild, es war gar nichts zu sehen.
aber es lag da eben einfach Rollsplitt. Und für diese Bedingungen war ich viel, viel, viel zu schnell. Und dann war mir klar, jetzt gibt es nur eins, wenn das Motorrad rutscht, aufrichten, bremsen und dann auf den Abflug warten. Und irgendwann steht mein Freund neben mir und sagt, ey Alter, total geiles Manöver. Wenn du nicht so reagiert hättest, ich hätte überhaupt nicht gesehen, dass da Rollsplitt liegt. Ich konnte noch bremsen, alles super. Alles klar bei dir? Ich sage, ja, schon alles klar. Ich sage, wie, was denn für ein Manöver? Er sagt, ja, du hast die Karre aufgerichtet, dann bist du hier in den Feldweg reingefahren, hast dich ausgebremst, hundertprozentig, alles top. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass ich 80 Meter in einem Feldweg drin stehe und habe mich ein bisschen sortiert. Und ich kann euch sagen, ich habe in diesem Moment das Motorrad nicht mehr in der Hand gehabt. Ich habe das auch nicht mehr gesteuert. Ich weiß nicht, wie ich in den Feldweg gekommen bin. Es ist im Übrigen in Kurve 9 der einzige Feldweg auf der ganzen Strecke, der genau in dieser Kurve einfach nur geradeaus in den Wald hochgeht. Und ich hatte die Bewahrung und das Geschenk, dass da jemand am Lenker saß, der das Motorradfahren für mich mal ganz kurz übernommen hat. Und in jeder anderen Kurve wäre das ganz, ganz, ganz übel ausgegangen. Leitplanken, Bäume, Büsche, Äste. Und da wäre ich wahrscheinlich dann heute nicht mehr hier. Also ich kann euch nur den guten Rat geben. Vertraut euer Leben Jesus an. Und er wird euch bewahren und er ist bei euch. Und ihr könnt euch sicher sein, er wird für Lösungen in eurem Leben sorgen. Vielleicht sind das nicht immer genau die Lösungen, die ihr für euch so erwartet oder in Anspruch nehmt. Und vielleicht kommt der Rollsplitt des Lebens, aber Jesus ist da und er wird euch nicht enttäuschen und er wird immer an eurer Seite sein und in eurer Mitte sein. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einmal erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, mit unserem Vater. Und zwar hatte ich mich mal mit meinem Auto mehrfach einen Berg runter überschlagen und hatte mir dabei einen Wirbelbruch an der Wirbelsäule zugezogen und die Frage war damals, ob es operiert werden musste oder nicht. Und dank Gottes Hilfe und Gnade brauchte es nicht operiert werden. Ich lag dann 3,5 Monate in einem Korsett. Und das Ganze ist auch wieder richtig gut verheilt. Und in dieser Zeit habe ich ganz besonders Gott erfahren, durch meine Freunde auch. Und ja, ich habe viel gebetet und einfach gemerkt, dass er mich in dieser Zeit nicht allein gelassen hat. Und ich bin ihm unheimlich dankbar dafür, dass ich nicht mehr hatte außer diesem Wirbelbruch. Und ja, dafür bin ich ihm echt dankbar, dass er das alles so gesegnet hatte und einfach da bei mir war. Ich war so ungefähr 13, 14 Jahre alt, als ich zu einer großen Veranstaltung gefahren bin mit vielen jungen Leuten, um Gottes Wort zu hören. Und da hat mich besonders beeindruckt, dass da viele junge Leute waren, die von Jesus erzählt haben und was sie mit ihm erlebt haben. Und ganz besonders hat mich beeindruckt, dass ein Chor war. Natürlich gab es keine Musikgruppen, wie es heute gibt, mit Keyboard und was weiß ich, sondern einfach nur Gesang. Und da hat mich Gott angesprochen. Und in meinem Gebet war dann so, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte auch einmal so für dich Zeugnis abgeben und so für dich da sein und mein Leben nach dir leben und nach deinen Maßstäben und Richtlinien, was du mit mir möchtest. Das habe ich natürlich vergessen. Ich war ja jung. Uns kam viel in meinem Leben. Ich habe mal mit, mal ohne Jesus gelebt. Aber an einer ganz bestimmten Stelle hat mich Gott wieder erreicht und mich in eine Bibelschule geführt. Und an dem ersten Abend, als wir da alle zusammensaßen, sollte jeder von sich erzählen. Und da wurde mir bewusst, dass genau das ich mir damals gewünscht hatte. Einmal für Jesus da zu sein und meinen Weg mit ihm zu gehen. Und dass Gott Gebete ernst nimmt. Auch von Menschen, die jung sind, von Kindern, von Teenagern, von Jugendlichen, von allen. Gott nimmt jedes Gebet ernst. Egal, wann es sich erfüllt, manchmal merken wir es vielleicht gar nicht, aber in dem Moment war es mir bewusst geworden, Gott hatte damals mein Gebet, was ich in meinem Herzen ernsthaft gesprochen hatte, wahrgemacht. Und dafür war ich sehr, sehr dankbar. Und das hat mein ganzes Leben auch geprägt, immer wieder Gott an erster Stelle zu setzen und mein Leben ihm zu unterstellen. Hi, ich bin Ansgar. Ich habe Gott erlebt, als mein Dad mit ca. 50 Lebensjahren Christ wurde. Er hat vorher nicht an Gott geglaubt und ihm kam es auch alles unlogisch vor, aber im Bundeswehreinsatz hat er plötzlich, als er mal einen Gottesdienst besucht hat, dort aus Interesse,
ähnlich wie C.S. Lewis in seinem Buch Pardon, ich bin Christ beschreibt, ist plötzlich als logisch empfunden, dass Gott existiert und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und dann kam er nach Hause und hat plötzlich theologische Bücher in sein Bücherregal eingeordnet und dann haben wir davon auch mitbekommen. Und ich habe mich gefreut, weil nicht nur er Gott erlebt hat, sondern ich auch, weil es ein Kindheitstraum von uns war, dass unser Dad irgendwann mal gläubig wird und wir ihn in der Ewigkeit wiedersehen werden. Das war meine Situation. Ich bin schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Ich durfte ihn schon als Kind in meinem Elternhaus kennenlernen, wofür ich auch sehr dankbar bin. In diesem Jahr ist meine Mutter verstorben. Zusammen mit meiner Familie konnten wir sie hier zu Hause bei uns pflegen, versorgen und sie im Sterbeprozess begleiten. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat durch Bibelverse, durch Liedtexte, durch Anrufe lieber Menschen und mir immer wieder Mut und Kraft geschenkt hat, ja, für die Situation, das auszuhalten. Und ich habe seine Begleitung erfahren. Der Glaube an Gott schenkt mir immer wieder Kraft und Mut, auch für die Zukunft, für jeden Tag im Alltag. In meiner Zeit als Teenie steckte ich in einer Phase fest, in der mein Glaube nicht die erste Priorität hatte und auch nicht die zweite Priorität. Ich merkte dann aber nach langer Zeit immer wieder so eine aufflammende Sehnsucht in mir, so eine Sehnsucht, nach Hause kommen zu wollen. Und die ließ mich nicht los und machte mich immer unruhiger und ich merkte immer mehr, dass das, was ich tat, nicht echt war, dass die Rolle, die ich für mich gewählt hatte in dieser Zeit, dass sie einfach nicht die war, die mich als Frau beschrieb und die ich sein wollte. Ich fing wieder an, aus ehrlichem Herzen zu beten und Gott zu fragen, hey, darf ich wiederkommen? Magst du mich noch? Und wie es sich fügen sollte, bin ich dann auch wieder in die Jugend gekommen. Und ja, die Zeit, die darauf folgte, war eigentlich einer meiner kostbarsten Zeiten. Ich war zu dieser Zeit auch auf dem Willow Creek Kongress und habe mich eigentlich da auch für mich zum zweiten Mal für Jesus entschieden, weil die Liebe, die ich da gespürt habe, war so stark und hat mich einfach so krass abgeholt. Und danach war ich eigentlich eine neue Frau, die mit Gottes Liebe und Gnade komplett eingepackt war. Ja, ich habe einfach den Prozess von einem kleinen Kind, dessen Glaube einfach von den Eltern übernommen wurde und in der Teenie-Zeit sich selber erstmal finden musste, durchlebt und habe den Glauben für mich gefunden und bin da wirklich richtig happy. Und heute merke ich, dass einfach die Gemeinschaft mit Christen sehr, sehr wertvoll ist, weil sie dich tragen in schwierigen Zeiten, dass sie für dich beten, wenn du krank bist und einfach dir Kraft geben in Jesus Christus, wenn du die Kraft nicht hast. Ja, auf jeden Fall wieder richtig krasse Videos. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat es auf jeden Fall ziemlich berührt. Auch jetzt von etwas Jüngeren, aber auch von älteren Leuten sowas zu hören, solche krassen Geschichten. Und wenn ihr dann noch so Geschichten habt vielleicht, die ihr uns unbedingt mal erzählen wollt oder von denen ihr denkt, boah, diese Geschichten müssen mal erzählt werden, dann könnt ihr die auf jeden Fall an die Instagram-Seite schicken. Für die machen wir hier nochmal Werbung, exit-fkb. Also merkt euch das, exit-fkb, dauert ja nicht lang. Einfach eintippen, exit-fkb, abonnieren, fertig. So geht das, ganz einfach, ja. Und wenn ihr auch Fragen zur Predigt habt, die könnt ihr auch gerne an das Gesprächsteam oder an die Instagram-Seite schicken. Hier nochmal die Instagram-Seite exit-fkb, nicht vergessen. Je öfter ich es erwähne, desto besser merkt ihr es euch. Und wo wir schon bei Instagram sind, gehen wir nochmal kurz rüber zu Theresa und gucken mal, ob da noch ein paar Bilder eingeschickt wurden. Theresa, wie sieht's aus? Okay, ja, erstmal vielen Dank für eure Bilder und auch eure Stories dazu, dass ich das jetzt ein bisschen erzählen kann.
Und wir fangen dann direkt einfach mit dem ersten Bild an. Da sieht man so ein bisschen Fluss und Natur. Und die Story dazu war, dass einfach ein schöner Tag mit der Familie war, dass die zusammen rausgegangen sind und einfach auch diese Gemeinschaft nochmal erleben konnten. Genau. Das zweite Bild ist mit Pete, wer das erkennt. Und die Story dahinter ist so ein bisschen, dass der Exit das Leben verändert hat, dass die Predigt einen angesprochen hat und ja, auch, dass der Exit irgendwie einfach ein Erlebnis ist. Genau, hier sieht man einen heftigen Sonnenuntergang. Ich fand das Bild richtig, richtig schön und dass man da einfach Gottes Kunstwerke so dran erkennen kann. Hier natürlich, was ich auch vorhin als Beispiel genannt habe, Frisurveränderung. Der Philipp hat sich einfach eine Glatze rasiert. Heftige Aktion, auf jeden Fall, würde ich niemals machen. das ist von Anni, die ist auch in der Exit-Leitung bei uns. Und da ist die Story dahinter, dass sie diesen Oktober, glaube ich, auf dem Berg gewandert ist. Und da sieht der Himmel zwar jetzt noch ganz in Ordnung aus, aber die Story dahinter ist, dass der Himmel sich kurz danach richtig zuzog und alles super dunkel wurde und sie gerade noch so unten heil ankam. Und das war auch ein richtig krasses Erlebnis. Das ist von der lieben Birte. Dazu kann ich erzählen, dass es ein Alpaka ist und kein Lama. Die spucken weniger und die sollen sehr süß und flauschig sein. Auch ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Dann dieses Bild hat mehr so eine Story dahinter, dass da eine Freundschaft auf einer Freizeit entstanden ist und das einfach symbolisch dafür steht. Genau, das ist von der Spanien-Freizeit, von der EC-Jugend und soll so ein bisschen die unglaubliche Schöpfung Gottes widerspiegeln, was für krasse Szenerien er einfach in unsere Welt platziert hat. Hier ist nochmal ein wunderschöner Sonnenuntergang mit dem vielen Farbverlauf und einfach Gottes Kunstwerke wieder. Dann das Fallschirmsprungbild, wie ähnlich dem Bungee-Sprung, was ich vorhin als Beispiel genannt habe. Das ist auf jeden Fall auch immer ein cooles Erlebnis. Und dann fand ich recht cool, dass hier auch noch ein Bild vom Sola kam. Das ist so ein Sommerlager von unseren Gemeinden hier aus der Umgebung organisiert. Und ja, da hat man auf jeden Fall auch immer eine richtig coole Gemeinschaft und ist so eine Woche dann in diesen Zelten und das ist immer richtig, richtig cool auf jeden Fall. Dann, dieses Bild steht symbolisch für ein FSJ in Borkum oder auf Borkum, ich weiß nicht, wie man das genau sagt, ist eine Insel und das war ein komplettes Jahr und war auf jeden Fall ein richtig großes, langes, cooles Erlebnis. Das ist Merch von einer Band, der sich lange gewünscht wurde und das ging dann endlich in Erfüllung, dass man das dann bekommen hat. Ich denke mal, es ist ein Kissen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Und das letzte Bild, da hat jemand ein Regal selbst fertiggestellt und ja, wenn man sich das dann so am Ende anguckt, was man da alles geschaffen hat, das ist auch immer ein cooles Erlebnis. Okay, genau, das war's. Dann gebe ich zurück an die Moderation. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon echt traurig, dass es schon fast vorbei ist jetzt mit dem Exit wieder für dieses Jahr. Aber nach dem Exit ist vor dem Exit und damit seid ihr auch herzlich eingeladen, nächstes Jahr im Sommer wieder beim nächsten Exit einzuschalten. Das wird wieder genauso cool wie dieses Jahr. Hoffentlich können wir dann auch endlich wieder ein paar Leute hier in der Gemeinde haben, ja, dass die Corona-Regeln bis dahin hoffentlich gelockert sind, ja. Aber es wird auf jeden Fall mega cool, deswegen nächstes Jahr beim Exit im Sommer, save the date. Genau, und dass der Exit nächstes Jahr im Sommer, in welchem Rahmen auch immer, sei es hier über Livestream oder auch wieder vor Ort stattfinden kann, funktioniert natürlich auch nur mit eurer Mitarbeit. Ich meine, auch heute sind wieder genug Leute involviert gewesen in dem ganzen Abend, sei es die Technik, die Organisation dahinter, wir die moderieren und so viele weitere Posten. Also sei es für den Exit, aber auch für die Jugendkreise oder den Gottesdienst, wo es so viele Menschen einfach ermöglichen, dass das immer so stattfinden kann, werden stetig Mitarbeiter gesucht. Also wenn du dich dahingehend berufen fühlst und dir deine innere Stimme schon mal gesagt hat, hey, ich möchte mich investieren,
dann bist du herzlich dazu eingeladen, dieser Stimme zu folgen und genau, dich dahingehend an die entsprechenden Leute zu wenden, weil Mitarbeiter werden immer gesucht. Ja, falls du auch noch nicht in einer Jugend sein solltest, bist du auch herzlich dazu eingeladen, einen Jugendkreis zu besuchen, regelmäßig. Der findet eigentlich immer Samstag statt für die Jugenden oder auch für die Teens freitags, zumindest hier in der Gemeinde. Gibt es auch die verschiedenen Adressen, wo ihr gerne hingehen könnt. Ja, und worauf wir aber auch angewiesen sind, sind natürlich die Spenden. An der Stelle dann nochmal die Information, was die Kollekte angeht. Ein QR-Code wird später in der Präsentation nochmal angezeigt und den könnt ihr scannen und dann gerne eure Spenden an die IBAN übermitteln. Ja, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank wirklich auch nochmal an alle Leute, die ein Zeugnis geschickt haben. Das war mega cool, dass wir das so mit einbauen konnten. Danke an die Technik. Danke an das Leitungsteam, an alle. Es ist auf jeden Fall klasse, dass wir trotz dieser schwierigen Bedingungen hier so etwas stattfinden lassen konnten. Das ist einfach der Hammer. Und ja, das war's jetzt auch. Können wir nach Hause, oder? Ja, dann lass doch jetzt einfach, ne? Ja, Leute, es gibt doch noch ein Lied, Leute. Das war's mit dem Exit 2020. Auf jeden Fall seid nächstes Mal mit dabei. Grüße gehen raus an alle, die zugeschaut haben. Jetzt kommt das letzte Lied, Leute. War mega geil mit euch. Ciao. Ciao. Ich werd geführt durch deine Hand. Mit dir an meiner Seite laufe ich den schmalen Weg entlang. Jeder Schritt ist sicher. Ich werd geführt durch deine Hand. Bei dir ist alles drin, ob ich über Mauern springe oder Berge versetze. Ich geb dir alles hin, du bist mein größter Gewinn. Du bist der Beste, bei dir ist alles drin, ob ich über Mauern springe oder Berge versetze. Du bist der Beste, der Beste. Musik.
Thank you.